So, und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge hier zu OMSI 2 auf ÖPNV-Simulation. Natürlich mit mir, dem Bio. Schön, dass ihr da seid. Wir sind immer noch auf der Karte Edbrück unterwegs. So wie ich es gesagt habe, wir fahren heute mal von Atzeke los Richtung Edbrück und das Ganze mit dem Setra 415 MF. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Es ist immer noch tagsüber. Wir müssen gleich mal die Uhrzeit mal ein bisschen vorspulen, aber so sieht er aus, der Setra. Wir haben vorne nur eine Tür drin und ja, das ist das Gestüt, wo wir jetzt hier uns aktuell befinden. Ja, also das ist doch süß. Ich mag die Karte jetzt schon. Also ich habe sie jetzt schon ins Herz geschlossen. Ich finde sie gut. Das ist unser Fahrplan, den wir aktuell haben. 4124 von Atzeke Gestüt nach Edbrück Bahnhof. Und ja, wie ihr seht, ne, fahren wir eigentlich jetzt fast den gleichen Weg zurück, außer Lüdenzoll ist dazugekommen, Atziger Straße und Sparkasse. Dann geht es weiter über Streldorf, ne, wo wir ja schon waren, und dann Eschfeld, das glaube ich auch neu. Wir fahren heute nicht zur Burg. Ja, wenn wir das Ganze mal hier soweit anmelden, Linie Kos 2-4 und das Ganze Route 02. Edbrück Bahnhof, das passt sogar. Atziger Straße, ja. Das ist ja wunderschön. Na, das läuft doch. Das läuft. So, können wir gleich schon ein Bild machen, weil das passt hier schon ganz gut. Und die Uhrzeit ein bisschen vorstellen. Machen wir erstmal so, auf 59. Damit das Ganze jetzt nicht mehr umschalten kann. Ja, so, fair go, Edbrück. Ja, Leute, so ist es. Kommt mal wieder ein bisschen mehr OMSI. In letzter Zeit OMSI ja ein bisschen vernachlässigt. Aber es liegt einfach daran, weil jetzt halt auch bei mir aktuell der Train-Simulator ganz hoch im Kurs ist. Also jetzt nicht direkt der Train-Simulator, auch Zusi. Also Zusi, Train-Simulator, ne? Und Lotus natürlich. Lotus hat ja jetzt ja vor einigen Tagen ja ein größeres Update, was ich persönlich sehr gut fand. Man kann jetzt halt Routen erstellen jetzt im Content Manager. Das heißt, dass man ja jetzt halt die Routen schon planen kann. Es gibt zwar immer noch keine Fahrpläne und sowas, aber man kann jetzt zumindest schon mal die Routen planen und das dementsprechend halt auch weiterschalten. Das Ganze funktioniert dann auch schon mit den Innenanzeigen, ja, mit der Fahrgastinformationsanzeigen und das ist schon relativ cool. Obwohl ich mich frage, wäre das jetzt noch so dramatisch gewesen, da noch ein extra Feld einzubauen, dass man da zum Beispiel irgendwelche Sounddateien irgendwie abspielen lassen kann, damit dann dementsprechend, wenn du die H-Taste drückst, dann dementsprechend halt auch die Ansagen abgespielt werden. Ich mache das ja, geheime Technik, ja, spiele ich das ja jetzt schon mit ein, mit Berliner Strecken und alles sowas, also gerade wenn ich in Lotus jetzt Berliner Strecken fahre, dann spiele ich das ja schon separat immer ein über externe Hardware. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, ja, deswegen freut mich, dass das noch nicht drin ist, aber ich denke mal, das wäre rein Programmierfähigkeiten, ich glaube, wäre das jetzt kein hoher Hit gewesen, das jetzt vielleicht noch mit einzubauen. Was ich aber gut finde, tatsächlich, ist halt, dass das eine richtig schöne Oberfläche geworden ist. So, 39, wir machen mal das Ganze jetzt hier auf 35, so, das passt. 5 Minuten. Was piepst du denn schon wieder? Ja, dass man jetzt mittlerweile eine schöne Oberfläche hat. Das ist ja hier bei OMSI ja nun nicht so. Ja, da musst du das Ganze ja händig eintippen. Was ich natürlich ein bisschen nicht geil finde. Also das haben sie auf jeden Fall schon sehr, sehr einfach gemacht. Wenn du gerade eine Strecke hast mit vielen Linien oder sowas, dann bietet sich das schon echt an. So. Sind wir am Gestüt auf jeden Fall. Hoffe, wir kommen hier noch rum. Aber so wie es aussieht, will hier eh keiner mit. Deswegen können wir die Uhrzeit auch gepflegt jetzt so vorspulen. Ja.
Hier will keiner mehr mit. Fahren wir alleine los vom Gestüt. 35 Minuten Pause, ich glaube, war hier das Ganze angegeben. 35 Minuten Pause, also ich meine für mich so im Livestream natürlich sehr ideal. Da kannst du quatschen und machen und tun. Beim Fahren merkt man ja halt selbst, ne, redet man doch deutlich weniger. Aber das ist mir jetzt aufgefallen, bei OMSI rede ich tatsächlich doch noch einen Ticken weniger als wie bei Train-Simulator. Train-Simulator musst du halt nur drauf achten, halt auf die ganzen Signale und sowas. Hier ist schon ein bisschen was anders, ja, ne? Ich kein Fahrgast drin, der jetzt meckern könnte. Also von daher passt's. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das sieht ja irgendwie nicht richtig aus. Wäre hier keine Haltestelle? Nö, wir haben keine Haltestelle hier. Alles klar. Hier war eine Schulbushaltestelle. So, wir haben EV-Fahrt. Fehlt ein bisschen Schild irgendwie. So. Der Sparkasse ist doch schon zu weit, oder? Ja, sind hier jetzt gerade auf der Karte, wo viel Setra unterwegs ist. Aber der letzte Setra, der 215, der war schon ziemlich cool gewesen. Das ist mal so ein leichter Oldtimer halt mit Automatik. Ich weiß nicht, irgendwie kriege ich es gerade nicht hin mit Schaltwagen zu fahren. Weiß ich nicht. Das, ich drück darauf wie ein Behinderter, ja, lass die Kupplung kommen, der Bus rollt langsam nach vorne und dann drückst du Gas halt, ja, so wie es halt beim Auto ist. Es passiert einfach nichts, so gehen eine Leere. Nur im Winter. Ah, okay. Rehschanzbach. Genau, jetzt kommt erstmal Atzinger Straße. So, so wird ein Schuh draus, Keule. Mit 60 dürfen wir hier weiter. So. Und da sind wir in Lüdenzoll. So, alles einsteigen. Oh, man zittert wieder. Also so schlimm fahre ich ja nun auch nicht. Guten Tag. Da, Manfred. Was geht? So. Wir dürfen jetzt rechts rum. Der 4123 fährt weiter geradeaus. Würde mich aber ein bisschen interessieren.
Ja, ich lese jetzt gerade. Ich glaube, die müssen wir nochmal fahren. Ja, das ist jetzt natürlich gemein, ne? So, so, jetzt mal wieder laden hier. Das müssen wir nochmal fahren irgendwann mal. Auf jeden Fall schön abwechslungsreich, ja, dass wir verschiedene Startpunkte haben. Die gleichen Linie. Ich habe mir auch mal die Datei angeguckt, die Fahrplan-Datei. Ja, das ist schon. Da muss man schon sagen, so. Mein Gott, der hat sich da wirklich reingekniet. Ja, der hat richtig komplizierte Fahrpläne gemacht. Ja. Zum Beispiel nur Dienstag, nur Montag und nur Donnerstag und Freitag und alles sowas. Ja. Nur in den Ferien, nicht nur in den Ferien und boah. Also bis du da durchgeblickt hast, ja, das dauert schon, das kann dauern. Wir warten, dass ich da wirklich mega mächtig da ins Zeug geknallt. Also ich freue mich, wenn ich irgendwann mal solche Karten dann auch mal in den Lotus-Simulator sehe. Ja, dass da sich halt wirklich da Leute ransetzen, die da Spaß auch auf jeden Fall dran haben an diesen Projekten und nicht nur, weil sie müssen. Ne? Das ist halt immer so eine Sache. Bei dem Joe zum Beispiel jetzt in den Lotus-Simulator, da merkst du wirklich, der hat Spaß da dran. Ne? Ich meine, Straßenbahn Forsthausen, ne? Meine Karte ist ja natürlich schon, war schon relativ weit fortgeschritten. Hatte zwar natürlich ihre Fehler drin, selbstverständlich, halt eine erste Karte, klar, baut man da Fehler ein. Nobody is perfect, ne? Und der macht da gerade und tut und jetzt baut er sogar die Linie noch weiter, was ich persönlich richtig großartig finde. Also ich bin richtig zufrieden, dass ich die Karte jemandem gegeben habe, ja, der auch wirklich was aus der Karte macht halt. Und wenn ich dann nachher dann solche Sachen zum Beispiel auch noch in den Lotus-Simulator sehe, dann kann das nur großartig werden. Ich habe auch gelesen, dass passt jetzt zwar nicht ganz hier rein, obwohl doch, eigentlich schon, meinte jemand, dass der Lotus-Simulator ja absolut hässlich ist. So von der Optik her, so von der Farbgebung her. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich liebe die Grafik in OMSI und ich liebe die Grafik in Lotus, weil anders als wie in diesen Bus-Simulator-Spielen von Still Alive und TMS Studios, ja, die natürlich mit ihrer Grafik so prunken, so prahlen, ja, wo ein Grün in Grün ist, ja, so ein richtig, richtig grün ist, ja, und der Himmel immer schön blau, dunkelblau ist, ja, keine Wolke oder sowas oder richtig knallweiße Wolken. Bin ich kein Fan von. Ich mag das, diesen Grafikstil in OMSI, ich mag diesen Grafikstil dann auch in Lotus. Weil das sieht halt so dreckig, räudig aus. Halt so wie nun mal ja, die Welt ja einfach nochmal aussieht. Das Gras ist nicht knallgrün. Das sieht so aus wie dieses Gras hier, was wir hier haben. So einfach so grünbräunlich halt so angehaucht. So, ja. Und das finde ich, trifft das richtig gut, ja. Deswegen mag ich den Grafikstil halt in OMSI sehr. Und ich meine, auch wenn man schon die ganzen oder die ersten Anspielungen gesehen hat von The Bus, TMS Studios, klar, was Grafik angeht, haben die Leute schon echt Ahnung von TMS Studios. Ja? Also, das sah schon alles sehr exzellent aus. Aber es macht natürlich auch noch die Engine noch ein bisschen und alles was, ne? Aber da ist mir das einfach so von der Farbgebung her viel zu knallig. Ja, also das ist dann halt immer ein riesen Unterschied. Der eine mag es, der andere nicht halt. Ja, ich mag halt diesen Grafikstil und hier habe ich schon den Sweet FX Mod drauf und hast du es nicht gesehen. Aber ich finde, jetzt wird es halt dadurch auch nicht wirklich besser. So von der Farbgebung her. Deswegen akzeptiere ich das ja hier. Aber so im Allgemeinheit, weiß ich nicht. Also den Bus-Simulator, wer den wirklich hübsch findet, naja, dann jedem dem Seine, sage ich dann nur.
Ich werde mir auf jeden Fall das Bass anschauen und ich werde mir ganz genau anschauen. Und ich bin mal gespannt, was DMS Studios macht. Vielleicht hören wir ja dieses Jahr was von der Gamescom. Das ist ja dann, also wenn jetzt wieder nichts kommt, dann sind wir schon 2 Jahre ohne neue Informations zu The Bass. Ach, ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los hier? Ach so, das war da unser Wendepunkt. Alles klar. Ja, also wären wir auf jeden Fall schon 2 Jahre ohne neuen Informationen. Deswegen, ich finde, DMS Studios könnte dieses Jahr Gamescom ruhig mal wieder ein paar neue Bilder zumindest zeigen, dass der Bass definitiv noch lebt. Bin auf jeden Fall gespannt. Vielleicht hören wir ja da noch was. Und ja, wie gesagt, der Bus-Simulator, schön und gut, der mag wirklich toll sein und alles sowas. Ja, ich habe mich da letztens reingesetzt, weil ich das neue Kartenupdate euch zeigen wollte. Und ja, was soll ich euch sagen, Leute? Nach gefühlt einer halben Stunde hatte ich auf dieses Spiel schon keinen Bock mehr gehabt. Es ist einfach so billig, es ist einfach so plump, es ist einfach so... Ja, es ärgert mich einfach, dass die Leute von Still Alive einfach nicht aus dem ersten Teil gelernt haben. Ja, ich meine, man versucht natürlich... Massen halt anzuziehen, ja, man versucht natürlich die Leute zu begeistern halt, sich in den ersten Berufsleben vielleicht schon mal so ein bisschen einzuleben, gerade für jüngere Leute, die unter uns natürlich sind, ja, die jetzt noch nicht wissen, vielleicht sind jetzt 15, 16, 17, wissen noch nicht, was sie später mal machen wollen, da mal irgendwie mal schon mal ein bisschen hinter der Fassade zu gucken, um mal zu zeigen, so, okay, das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir, sind die Simulationsspiele schon ziemlich cool. Ja, also das möchte ich gar nicht abschreiten und da auch macht auch Still Alive nichts falsch in der Richtung. Man merkt aber halt, dass Still Alive das Ganze auf einem Level setzt, wo alle Altersklassen einfach mitspielen können. Wo einfach wirklich alle Altersklassen mitspielen können, ohne jetzt hier diskriminierend zu werden oder sowas. Ja. Fängt mit 10 Jahren an oder 8 Jahren vielleicht und endet dann irgendwo bei 90 oder sowas. Ja, hier... Senioren zocken oder sowas, ne? Ich glaube, es ist ja auch kein Geheimnis, der YouTube-Kanal. Es ist wirklich für alle Generationen halt gedacht. Und es kommt halt gut an. Ja, Verkaufszahlen sind wahrscheinlich so ausreichend, dass sie dann gesagt haben, okay, die packen da noch einen weiteren Teil rauf. Aber so für den eingefleischten Omsi-Fan. Oder nicht Omsi-Fans, ist vielleicht ein bisschen für jemanden, der halt das wirklich so realistisch wie möglich haben will, ist der Bus-Simulator einfach nur schrecklich. Ja? Ich meine, klar, du hast jetzt halt die Möglichkeit, du hast halt eine Open World, du hast eine Stadt da, du kannst halt deine Linien da selbst natürlich bestimmen, also was heißt selbstständig, die Haltestellen sind ja an der gleichen Position, also eigentlich ist es ja so halt schon vordefiniert, nur dass du die Linien halt dementsprechend halt verändern kannst halt, ja, aber es ist halt nichts einfach so, die Fahrphysik, die ist furchtbar, ja, dieses ganze Verhalten des Busses ist einfach furchtbar. Denn wie gesagt halt, dieser übertriebene Grafikkontrast, den du da drin hast, ja, diesen Grafikstil, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen halt. Und ja, das sind einfach diese ganzen Sachen, die Hallo. Wirklich dann bei mir dann sagen, so nach einer halben Stunde, nein. Wenn ich im Bus-Simulator 18 halt meine Route fahre, die dann nach 10 Minuten zu Ende ist, ja, und ich dann die neue Route auswählen muss, ja, und dann wieder nach 10 Minuten zu Ende ist, finde ich das irgendwie albern. Und bei Omsi ist es halt wirklich... Du musst das Ganze halt richtig aufrüsten, ja. Du musst mit deinem E-Bistar, du musst selber rechnen können halt, ja. Das kaut hier der Bus-Simulator alles so unendlich vor, das ist mega. 3 Ticketsorten gibt es ja, einmal Seniorenwochen und dann hast du sie gesehen, ja. Das hat nichts mit Realismus zu tun, nichts mit Realismus zu tun. Und ich glaube, und ich vermute stark, ich hoffe, dass sie das nicht machen, aber ich vermute es, dass TMS Studios da in die gleiche Kategorie geht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass die versuchen auch so eher jetzt in diesen Bereich Hardcore-Simulation jetzt gehen. Aber
DML Studios hat uns jetzt in den letzten zwei Simulatoren bewiesen, dass da eigentlich kein Interesse groß besteht. Aber nun gut, das ist halt meine Meinung. Jeder wird da wahrscheinlich da irgendwie anders halt sich seinen Teil denken. Wie gesagt, wenn ihr könnt ja gerne in die Kommentare posten, was so euch vielleicht, was ihr vermutet. Natürlich auch, vielleicht ist meine Aussage jetzt hier auch absolut nicht richtig, ja, und ihr habt ein Gegenargument jetzt dazu, dann könnt ihr das ja gerne in die Kommentare posten. Interessiert mich natürlich dann halt auch, ne, das ist ja halt, aber so von diesen richtigen Simulatoren, wo du halt auch wirklich arbeiten musst, halt, gibt es halt wirklich nicht viele. Ich würde mich so gerne mich an X-Plane noch ansetzen wollen, weil X-Plane ist ja auch nochmal eine Wissenschaft für sich. Leider fehlt mir dafür erst recht die Zeit, halt, weil das ist ja alles komplettes Neuland. So, Flugzeug fliegen mal schnell, Microsoft Train Simulator, jetzt geht's schon los, ist Microsoft Flug Simulator, ja, ist mal schnell gemacht, so weißt du, mit leichten Einstellungen und alles sowas. Aber wenn du das halt wirklich so, den ganzen Startvorgang und so alles machst, ja, das muss sich großartig anfühlen, einfach nur. Also, wie gesagt, so sehe ich das. Und Lotus geht da auf jeden Fall in der Richtung schon wieder richtig halt, dass sie sagen, so, pass auf, auch das ganze Aufrüsten und alles, was voll funktionsfähig ist, Ibis und hast du alles nicht gesehen, alles drum und dran, ja, also das wäre, sind sie auf jeden Fall schon dabei und das machen sie eigentlich auch ganz gut. Dauert halt nur noch in der Entwicklung. Sie alleine? Tja. Achso, noch eine geile Story. Ja, die kann ich ja mal hier mal so reinwerfen. Das ist ja mein Sohn und meine Nummer auf der Welt. Und ist ja nicht mein erstes Kind, ist ja schon mein zweites Kind. Wollte ich jetzt, hat man einen Termin gehabt? Oder was heißt Termin? Wollte ich die Geburtsurkunden auf jeden Fall abholen. Wir haben die Meldung bekommen, unsere die Geburtsurkunden sind fertig. Ja. Kommen Sie schnell vorbei, können Sie abholen. Ja. Kommen Sie schnell vorbei, können Sie abholen. Es saßen gefühlt 20 Leute vor mir. Gefühlt 20 Leute. Und pro Person 15 Minuten. Kommen Sie schnell vorbei. Also ich weiß nicht, also manchmal ist der Staat. Ey, da kannst du echt nichts sagen dazu. Bei meiner Tochter ging das wirklich schnell. Ja, da bist du hingegangen. Hast du abgeholt, fertig. Ja, also das war jetzt wirklich kein Riesenakt gewesen oder sowas. Und hallo. Kommen Sie vorbei, dauert 5 Minuten, können Sie wieder gehen. Ich glaube nicht. Gefühlt 20 Leute saßen da. Also das hat mich das schon wieder geärgert, ja. Und dann kein System drin. Kein System drin. Ja, du kommst da hin, ja. Und angeblich sind sie alle die Ersten, verstehst du? Auch die natürlich nach dir gekommen sind, die sind die Ersten. Ja? Eieiei. Könnte ich mich darüber aufregen. Es bekommt Eschfeldkeule. Ansage. Die springt immer zu weit. Nee. Oh. Da steht aber irgendwas anderes. Achso, nee, alles gut, alles gut. Hab jetzt bloß gelesen gehabt. Aber wir sind auch zu früh, sehe ich gerade. Von daher müssen wir eh wieder warten. Hallo. Hallo. Ja, auf jeden Fall könnte ich mich da auch mega, 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 mega drüber aufregen. Es dauert 5 Minuten. Ja, am Arsch. Das Ende vom Lied ist, dass ich abgebrochen habe, nach Hause gegangen bin. Wir probieren es jetzt nochmal. Wir werden jetzt nochmal hingehen. Wir brauchen es ja natürlich. Das ist ein wichtiges Dokument. Aber das geht nicht. Ja, das geht nicht. Denn wie gesagt, hattest du gefühlt 20.000 Grad draußen.
Ja, und dann sitzt du da drinnen, ne, in diesem komischen Flur, wo kein einziges Fenster ist. Da steht die Luft drinne, weißt du? Du stehst da und das Wasser läuft von allen Seiten. Die Leute haben alle gestunken, ja. Das ist, oh. Das ist ja noch schlimmer als U-Bahn fahren hier in Berlin. Ey, das ging gar nicht. Und dann, weißt du, der einzige Satz von der komischen Bearbeiterin war dann gewesen, so von wegen so, mir ist doch egal, wer zuerst kommt. Danke, blöde Bitch, du. Oh, hat mich das aufgeregt. Hat mich das aufgeregt. Ich hoffe, der hat gesagt, okay, jetzt so beim nächsten Mal ist es leerer, weil sonst ist mir egal. Schreibe ich da eine E-Mail hin, geht gar nicht. Ja, dann sollen sie mir einen Termin geben. Und wenn das jetzt so überlaufen ist. Puh. Und das war jetzt halt nicht mal ein Tag jetzt irgendwie nach Wochenende oder nach einem Feiertag oder sowas. Das war mitten in der Woche. Mitten in der Woche, 13 Uhr. Es waren 20 Leute da gewesen vor mir. Und die Bearbeiterin hat 15 Minuten gebraucht pro Person. Und 18 Uhr machen sie natürlich zu. Ja, also ist ja dann wahrscheinlich gar nicht geschafft, denn. Die müssen auch denken, dass der Mensch nichts zu tun hat. Der Mensch nichts zu tun hat. Der sitzt den ganzen faulen Tag zu Hause und tut einfach nichts. Ja, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ist heute Tag der Aufregung hier in Omsi. Und dann, wie gesagt, geht mir noch die Maus kaputt und dann war das oder der Tag dann perfekt gewesen. Perfekt. Naja. So ist es, so ist es. Immer noch ein bisschen Zeit. Nach Edinburgh. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag die Karte. Ich finde sie schön. Ich finde sie schön. Ich finde sie toll. Muss man mal gucken, wie viele Umläufe die hat und alles sowas. Dann könnte man ja vielleicht aber doch irgendwie zufälligerweise da mal eine Leitsteinfahrt drauf machen. Das war jetzt nur zwei Linien, aber wenn die halt... Naja, obwohl, wenn da bis zwei Umläufe sind oder sowas, dann wird das doch schon echt knapp. Nee, ich glaube, das wird auch nichts. Schade. Das wird auch nichts. Das wird auch nichts. Hat er echt schön gebaut, ja. War immer so ein bisschen abgewechselt so mit den Straßen und alles sowas, ne. Aber so an sich, eine Oberleitung hier, also Stromleitung auf der linken Seite. Achtung Fußgänger, hier ist irgendwas. Da laufen hier Leute einfach durch. Ach, da. Tja, eigentlich müssen wir mal gucken, was mal wieder so im Busbetriebssimulator so los ist. Aber mittlerweile ist ja von da auch nichts mehr groß, oder? So im Bussimulator hast du ja in der Regel auch nichts mehr. Dass er dann damals rauskam, das war so genial. Hat so Spaß gemacht. Und dann kam ein Patch nach dem anderen, die haben das alles dann eigentlich zerstört. Dann ist auch noch meine Firma pleite gegangen. Weil der Schindluder gemacht worden ist und dann, ja, das war alles traumhaft. So, und damit sind wir in Ashfeld. Ihr seht, ne, also man hat schon reichlich Luft hier. Hallo. Hallo Manfred. Oh.
Wird auch mal wieder Zeit, so mal für Leitstellenfahrt auf X10 oder sowas. Ja, das wäre ja mal wieder ein Traum. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ist ja schon wieder reichlich spät. Mein Gott. Viele Haltestellen. Zwei nur noch. Ist kürzer, ne, die Linie? Also fühlt sich auf jeden Fall kürzer an. Kam jetzt auch vor einigen Tagen der Cooking Simulator raus. Passt natürlich hier nicht auf unserem Kanal und sowas, ne? Wisst ihr Bescheid. Dadurch, dass ich ja jetzt mittlerweile auch viel auf Twitch wieder unterwegs bin, freut mich eigentlich sehr. Versuche ja da wieder mal so ein bisschen meine Steam-Bibliothek da aufzuräumen und endlich mal ein paar Spiele durchzuspielen. Kann ja nicht sein, dass ich da 4200 Spiele drin habe, aber davon gerade mal 2-3 Spiele durchgespielt habe. Da muss ich jetzt ein bisschen nachhelfen und da jetzt mal ein paar Spiele spielen. Nicht nur kaufen, sondern auch spielen. Ist es natürlich denn, ja, habe ich jetzt letztens mal da den Cooking Simulator gespielt. Das war ganz witzig gewesen. Aber ich glaube halt auch da, das ist wieder so ein Playware-Produkt, ja, wie House Flipper oder sowas. Ich mag ja diese Spiele halt. Das ist schon interessant. Ich glaube, da geht aber so schnell immer die Luft raus. So ein Spiel wie My Summer Car oder sowas, sowas hätte ich ja gerne nochmal wieder. Ah, das habe ich ja auch. Die Staffel war so genial. Die ich ja damals auf meinem Minecraft TV gemacht habe, die erste Staffel. Von My Summer Car, ich glaube, waren 40, 50 Folgen oder sowas. Es war einfach. Du hast ja keine Hilfe oder sowas. Sprich, du musstest halt wirklich alles selber machen und tun, ja. Musstest selber das Ganze da zusammenfriemeln. Das selbst zusammenbauen und dann irgendwann funktioniert das Auto denn halt. Wenn wirklich die ganzen Kleinteile und alles, was da so richtig eingebaut ist. Und irgendwann startete der Motor. Es war so ein tolles Gefühl gewesen. Ja, solche Spiele. Das hätte ich gerne mehr. Wie gesagt, der Cooking Simulator, es macht schon Spaß, aber ich glaube halt wirklich nach ein paar Stunden ist da die Luft wieder raus. So, Edbrück Mühlensiedlung. Hi Manfred. Und wir haben schon wieder 4 Minuten. Tja. Was soll ich sagen? Ach, das ärgert mich schon irgendwie, dass ich diesen Beruf nicht ausüben kann, wirklich. Und das alles nur, weil ja, ich so eine dämliche Rot-Grün-Schwäche habe. Ist nur Manfred drinne. Also der Bus ist leer und er steht. Naja, klar, warum soll er sich hinsetzen so bei der letzten Haltestelle? Macht schon irgendwo Sinn. Aber gerade hier so auf Landstraßen oder sowas würde ich ja nicht stehen. Ja, da würde ich ja eher sitzen. Ja, schon schneller mal irgendwie passieren, dass ein Auto irgendwo rauskommt oder sowas, wo du das halt nicht geahnt hättest oder sowas. Ja, dann die
Bremsung kommen die. Letztens auch mit Töchterle und Frau unterwegs gewesen. Frau schwanger, ja, also noch gewesen mit meinem Sohnemann. Und meine Tochter findet das absolut toll, mit dem Bus zu fahren. Ja? Weil sie sitzt halt dann da nicht in ihrem Kindersitz, sondern darf da auf den Sitz sitzen, aus dem Fenster gucken und die ganzen Leute beobachten und alles sowas. Also das ist schon putzig. Und auf jeden Fall, die Frau fährt und fährt und fährt. Ja, kam mir schon so ein bisschen komisch vor, weil sie halt schon so ein bisschen so einen aggressiven Fahrstil drauf hat. Vielleicht hat sie einen schlechten Tag gehabt oder sowas, oder keinen Sex gehabt, weiß man nicht. Auf jeden Fall muss sie irgendwie in Gedanken gewesen sein und hat unsere Haltestelle irgendwie ausgelassen. Auf einmal drückt die da voll in die Eisen. Ja, ich stand natürlich schon, weil ich schon aufgestanden bin, weil meine Haltestelle ist gleich, ja, und stehst du schon mal auf. Die geht da voll in die Eisen, ja, sodass halt Omachen mit Rollator erstmal fast durch einen halben Bus durchgerollert ist, ja. Also so stark war die Bremsung schon gewesen, Gott sei Dank ist Frau sitzen geblieben. Die hätte sich so schnell nicht halten können, ja. Und dann schwanger und so, ja, letztens auch in den Nachrichten mal gehört gehabt, wurde ein Busfahrer geschnitten hier in Berlin. Und der Bus natürlich musste voll in die Eisen gehen halt, weil sonst hätte es geknallt, ja. So, dadurch, aber dass der so in die Eisen gegangen ist, ist der Kinderwagen, der ja hier steht, eigentlich in der Regel hier steht, also hier an der Tür, ne, ist ja eigentlich immer so noch so ein Kinderwagenplatz, der Kinderwagen umgefallen, ja, und das Baby hier voll gegen so eine Stange geknallt. Baby-Notoperation, ja. Der Typ, der natürlich den Busfahrer geschnitten hat, der ist abgehauen, ja. Also, wie krank ist das, Alter? Ich hoffe, dass er ein schlechtes Gewissen hat. Oder vielleicht selbst noch einen Unfall gegen einen Baum gemacht hat. Ja, das würde ich persönlich noch besser finden. Weil solche Menschen, das Baby, das wird einen Schaden wegbekommen haben. Das ist ein Baby, ja, also ein Baby. Baby, ein paar Monate alt. Das wird auf jeden Fall durch so eine Bremsung, ihr wisst das wahrscheinlich selber, bremst mal runter von 50 auf 0. Das wird auf jeden Fall einen Schaden weggekriegt haben. Und der lebt einfach weiter. Und das Baby, das ist vielleicht, wenn es hochkommt, schwer behindert oder sowas. Wegen so einem Penner. Wegen so einem Penner könnte ich mich aufregen drüber. Ich meine, es gibt Busfahrer, die fahren einfach nur beschissen. Ne? Aber da kannst du halt was gegen machen. Da kannst du halt sagen, so, ey, pass mal auf, hier, euer Busfahrer hier XY, der ist ein bisschen... Ja? Aber gegen sowas kannst du nicht vorgehen. Oder meinst du, irgendwer merkt sich so schnell einfach mal das Kennzeichen und sowas? Ich glaube nicht. So, und damit sind wir angekommen an unserem Ziel. Ja, war auf jeden Fall eine sehr gesprächige Folge. Aber habt ihr gesehen, 6,5 Minuten haben wir nur Zeit. Also es geht auch, also würde jetzt auch gleich weitergehen. Aber für uns heute nicht mehr. Für uns ist Feierabend. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen, auch wenn wir hier viel gemeckert haben und so ein bisschen mal so Horror-Stories rausgelegt haben. Aber es muss auch mal sein, muss auch mal sein. Und über all das, was wir jetzt hier gesagt habe, könnt ihr euch gerne austauschen in den Kommentaren. Freue ich mich drüber. Wundert euch manchmal auch nicht, weil eure Kommentare nicht gleich freigeschaltet werden. Nochmal eine kleine Anmerkung. Ich muss sie separat freischalten lassen, dadurch, dass ich hier irgendwas eingestellt habe, muss ich jetzt die Kommentare immer selbst freischalten. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, da kann man immer mal schon vom Vorhinein immer filtern, welche mega dämlich sind und welche auf jeden Fall sehr, ja, die man sich auf jeden Fall mal anschauen kann. Also wundert euch da nicht, dass eure Kommentare manchmal nicht gleich erscheinen, ja, oder nicht gleich Leute darauf antworten, ja. Und ja, jetzt reicht's aber für heute. Ich verabschiede mich, sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und natürlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!